Damit zu arbeiten und ja, einfach neue Wege zu beschreiten. Also so, das wäre jetzt für mich so die Essenz aus dem, was so rübergekommen ist. Du triffst die Nagel auf den Kopf. Also ich finde ja, das für mich ist generell was. Ja, aber ihr habt jetzt beide eben konkret was erzählt. Ja, also du eben mit deiner Lesereitschaft sprechen, du eben mit deiner, fühle ich mich jetzt Mann, fühle ich mich Frau. Das war ja auch eine... Ist und das verbindet sich... Bei mir eben dann wieder, da werden wir am Anfang mit Licht, also dieses Strahlen, was jeder einzelne Mensch eben hat, das wird halt dadurch erst aktiviert. So dass, das ist ja auch deine Geschichte und das macht euch so ganz leicht sein, uns jetzt so eine Geschichte zu finden, weil es geht ja dann vielleicht nur um dieses, wie wir es erzählen. Also die Wendung, die ich so einer Geschichte gerne geben würde, also ne, du hast jetzt den Weg gewählt, dass du das auch lernen möchtest, quasi... Ich sage jetzt mal, da, dazugehören möchtest, eben zu denen, die lesen und schreiben können. Und ich denke die ganze Zeit so, wow, ich hätte irgendwie Verlust zu überlegen, wie könnte eine Welt aussehen, in der das gar nicht notwendig ist. So, der Anpassungsdruck oder bei dir ja auch, ne? Du musst dich entscheiden, bist du so oder so. Na, ich es möchte geht nicht sein, ja, ich eine Welt haben. Muss, sondern in der, ja, vielleicht auch mehr... Als Kind war es ja auch sehr interessant. Genau. Weil man war sehr kreativ. Was würde sich alles verändern? I like very much this. Das ist so für das soziale Chaos. Also man braucht ja auch irgendein Bild darüber, was eigentlich Lesen und Schreiben, was es eigentlich tatsächlich macht, außer dass diesen Brief, also dass es eben was ist, was ganz konkrete Konsequenzen für dich hat. Und wenn sie durcheinander ist und trotzdem will sie ihren Job gut machen, aber ist eben nicht so sicher da drin, wie Leute, die das vorher schon sich vorher schon so durchs Leben gebracht haben. At this point, Marianne has just left. Marianne, relax. What are you writing? My schedule for tomorrow. Do you mind if I have this paper? Okay, I want it faster. Do you mind if I have this paper? Yeah, I need it. May I have a look at it? Of course. Can you give it to me? No, sorry. Do you know that I need that paper? Yeah, you just told me. Do you mind if I show it to Mariana? Yeah, I would mind. But okay. I can't read it. Copy. You can't read it? No. I'll make you a copy. Just give me a second. I would have preferred the ocean, if you don't mind. Yeah, I know, but I give you a copy. It's lovely. Really lovely. You will like it. Not get in the light, Julie? I mean, do you collect copies? You like copies at all? Yeah, you like copies.
copies, and you love this one. It's fantastic. It would be fantastic, especially for you. Just give me another second, and we're done. Here we go. Remember, the moment he has the paper, you can. So wie es aussieht, herrscht draußen eine Epidemie. Was soll das heißen? Was für eine Epidemie? Okay. Stop. Skip the light. You don't get in the same direction. You go one way or the other. Not in the same direction the light is coming from. Because this will not work. Okay? Everybody look at me. Everybody look at me. One line. Yeah? Yeah? Look at me. Just look. Okay? If I go here, and I go like this, yeah. Like this. This is nothing. It's just a small thing. Okay? Yeah, it's just... And that's it. That's it. Something that is, you don't have to notice, you have to feel the warmth, and it's really, when you get used to it, it's really nothing. You don't have to think of it. Okay, she's just fine. Was gibt's Neues, was los? So wie es aussieht, herrscht draußen eine Epidemie. Was für eine Epidemie? Eine Epidemie, bei der die Menschen das Lesen und Schreiben verlernen und schließlich auch die Fähigkeit zu sprechen. Was heißt das für uns hier? No. The last part is not right now, okay? Mm-hmm. Die Fähigkeit zu sprechen? Ja. Not yet, okay? Go on. Sie verlieren die Fähigkeit zu schreiben und zu lesen. Was soll das für uns bedeuten hier drin? Sie müssen auf jeden Fall noch hier bleiben und ich bitte Sie weiterhin Ruhe zu bewahren und sich zu entspannen. Ich versuche weitere Informationen zu beschaffen. Bis dahin, bitte ruhig. Setzen Sie sich, entspannen Sie sich. Ich komme so schnell wie möglich wieder. Moment, was für eine Art von Epidemie ist das? Worum handelt es sich? Einen Moment. Woher bitte. Haben Sie Ihre Informationen? Einen Moment bitte, ja? Dankeschön. Sie haben noch eine weitere Kopie hiervon in Ihrer Tasche? Ja. Würden Sie mir die bitte aushändigen? Nein. Sie wollen mir Ihre Kopie nicht aushändigen? So ist es. Dass wir alle so, wie wir sind, also so perfekt sind und so, dass wir, also wir sind einfach so sein können. Und die Idee von der Geschichte, die in meinem Kopf ist, ist halt so am Anfang so Leute zu haben, die getrennt voneinander so ihre Leben leben und dann auch Angst haben, weil sie sich alleine fühlen, so dieses Ich-bin-alleine-Gefühl und dann aber irgendwann im Laufe Musik. Der Geschichte zu beschreiben, okay, neben mir gibt es noch die Person, und das verbindet mich Dog. Mit der und dann, dass sowas Lisa kommt, dass, hey, wenn wir aber zusammen sehen, dass das was ein Moment. Ist. Ein Moment. Ich denke mir immer, gerade dabei zu wenn man jetzt, ja? Okay, wir jetzt hier Dankeschön. Zusammen sind, wenn man die Möglichkeit hat, Lunatic. Oder wir sind ja, ich fühle mich jetzt persönlich dazu eingeladen, irgendwie, gerne. Und was mit jetzt? Ja, einfach irgendwie mal eine, wir haben jetzt viel über ne, ungerechte Verhältnisse, so auch in Gesellschaft, ne, Zwang und so und von Normen. Ich habe jetzt gerade keine so persönliche Geschichte am Start, irgendwie, die mich, Ich finde sehr interessant diese Idee auf so einer Epidemie, die hat auch eine sehr starke revolutionäre Potenzial. Aber ich möchte gerne eine konkrete Orte jetzt ein bisschen finden für diese Geschichte. Weiß es nicht, ich möchte jetzt ein bisschen etwas konkret vorstellen. Einen Ort zu finden, Leute, die in dieser Geschichte sind. Könnte eine Sporthalle sein. Eine große, breite Sache. Irgendwie. Das ist von der Story her dann immer so ein bisschen abgemagert für so eine breite Epidemie irgendwie. Vielleicht könnte man das kombinieren, weil ich fand, das soll ja in dieser Jobcenter-Situation fahren. Das Ding hat ja schon was Klaustrophobisches. Und das ist so ein Bereich, der für ganz, ganz viele Menschen, wenn sie jemals dort waren, per se angstbesetzt sind. Das heißt, das ist was, wo man sich sofort einfühlen kann. Denn wenn man irgendwie dorthin geht, dann egal, ob man lesen kann oder nicht, diese Zettel sind nicht zu verstehen. Die sind in einem furchtbaren Deutsch geschrieben. Und ich glaube, jeder kennt dieses Panikgefühl irgendwie. Das heißt, das ist was, wo man sich wirklich sehr gut anbinden kann, auch wenn man überhaupt keine Erfahrung damit hat, irgendwie nicht lesen und schreiben zu können. Also das ist, glaube ich, eine super Übertragungsgeschichte dann für Zuschauende, so eine Jobcenter-Situation. And I want you to feel like this, feel the heat, and it's okay. Then suddenly you begin to, but this is the first thing, okay?
Okay, go. And now on the left, please. Ich habe angefangen, vor 10 Jahren damit zu forschen. Mir ist aufgefallen, dass Kinder, die nicht mehr schreiben können, irgendwann auch ihre Sprache verlieren. Damals waren das punktuelle Fälle und die haben sich immer mehr gehäuft. Und mir erschien es, als ob es eine Art Krankheit ist, die durch Hautkontakt entsteht. Ja, purer Hautkontakt reicht schon. Pups, und man ist angesteckt. Und das kann... No. Remember, you have finished when you said, I should be there, out there, I could be helpful. Yeah. And then you stop, and then he asks him, asks you, yeah. It's okay if you say hot contact, yeah. It's okay. But then you go on and end up with, I could be helpful. Okay. Yeah. So yeah. This is your people. She first touches me, and then... We've never used the toilet space, but as they are speaking together, and maybe to give some energy to the scene, he can go to the toilet. Yes, it's okay, it's okay. And he comes back with the... It's okay. If he feels like, yeah. This could be a good moment. Okay? Just to give an idea. This is a good moment. Go. Und es ist einfach total krass, dass das, was draußen vorgeht, damit zu tun hat mit dem, meinen Forschungen. Und ich glaube, dass ich helfen kann. Ich muss da raus, ich muss helfen. Super, Gott. Wie lange dauert sowas? So, wie lange dauert diese Krankheit? Sowas entsteht ganz schnell. Die wird übertragen durch Hautkontakt, ja? Purer Hautkontakt reicht und man ist angesteckt. I don't want you to be as if you were alone, okay? Ja. Yeah. Yeah, I just waited until he... No, that's not what I mean. That's not what I mean. I mean, Sean passes by, and you just have to notice him in some way. Okay. You have to... Right. Right now, more than ever. Go ahead. First of all, I would like to apologize for what I just did to you. That was it too was much. Unfair. Go it on, was go rubbish. On. No problem. No problem? Yeah, perfect. Okay, there's another thing. I wonder if you couldn't do something for me. Of course. What do you mean? Well, as you might notice, it's really urgent for me to get out, so can you help me to get out? Really? Is there a key here? You can give me a copy of the key. Yeah, no keys. My hand. What do you want from me? I mean, is there anything I can do for you? Yeah, sure. Is there anything I can do for you? The only thing I want, you can give it to me. So there is something. What is it? Tell me. Come on, tell me. Come on. Can you give me back the ability to read and write? Don't offer him. It's yeah. He that goes and says, I want to do it. Okay? Yeah. Just come on, ricordati di abbassarsi qualche cosa. No, si può. Posso fare questo movimento? Okay, yeah. Let's go. Yeah. Back for me. Okay, danke schön. Würden Sie mir bitte Ihren Namen noch einmal aufschreiben? Entschuldigung, dieser Test ist absolut bescheuert, ja? Das ist doch kein Test. Sie können doch nicht innerhalb von 2 Minuten... Man kann doch... Sowas dauert Stunden. Sie haben doch keine Ahnung. You go, Marianne. You go. Sie können doch... Sie sind doch... Sie haben doch keine Ahnung. Ich glaube, dass Sie uns verarschen. Was ist mit dem Test? Dieser Test ist bescheuert. Was heißt das? Warum? Weil dieser Test innerhalb von 2 Minuten durchgeführt wurde, ja? Man kann keinen wissenschaftlichen Test innerhalb von 2 Minuten durchführen. So was dauert Stunden. Das ist absolut bescheuert. Wie lange machen Sie diese Forschung schon? Ich mache diese Forschung seit 10 Jahren, ja. Ich habe vor 10 Jahren damit angefangen, Kinder, die nicht mehr schreiben können, zu beobachten. Und ich habe festgestellt, dass diese Kinder irgendwann aufhören, ihre Sprache zu verlieren. Damals war das punktuell. Und ich habe gemerkt, dass diese Fälle immer häufiger wurden. Und ich glaube, dass diese Epidemie, die da draußen stattfindet, irgendwie im Zusammenhang steht. Ich glaube, dass ich helfen kann. Deswegen muss ich da raus, ja? Ich muss da raus! First of all, I would like to apologize for what I just did. It was unfair for me to insult you. No worries. I'm sorry. There's no problem. You're sure? I'm used to it. That's perfect. Was gibt's Neues? So wie es aussieht, ist die komplette Stadt abgeriegelt. Was heißt das? Es gibt verschiedene Sektionen wie diese hier, Quarantänestationen, wo die Menschen erstmal untergebracht sind, bis es weitere Ergebnisse gibt.
aber die Epidemie greift um sich. Aber wenn die ganze Stadt abgeriegelt ist, heißt das, die ganze Stadt ist eine Quarantänestation. Darüber gibt es leider keine Informationen, wie es draußen aussieht momentan. Was passiert mit den Kranken? Was wird mit denen gemacht? Kann ich Ihnen leider nicht beantworten. Es tut mir sehr leid. Und was ist, wenn hier drin jemand krank ist? Irgendwer von uns und die anderen ansteckt? Was ist damit? Was passiert dann? Kann ich Ihnen leider nicht beantworten. Ich gebe mir Mühe, Ihnen weitere Informationen zu geben, sobald ich welche erhalte. Okay, ich will diesen Test machen. Okay. Setzen Sie sich bitte hin. Entschuldigung, aber Sie werden jetzt nicht die Tests machen. Doch. Was? Haben Sie nicht gehört, was ich vorhin gesagt habe? Ja, ich habe gehört, was Sie gesagt haben. Nein, aber Frau ist unglaubwürdig. Ruhe. Ich würde gerne diesen Test jetzt... Kann ich entscheiden, ob Sie krank oder gesund sind? Kann ich diesen Test jetzt machen, bitte oder nicht? Es ist meine Entscheidung, ich würde gerne diesen Test machen. Dankeschön. Können wir anfangen? Natürlich. Würden Sie mir bitte einfach nachsprechen? Ja. Door. Happy. Happy. Tree. Bad. Run. Run. Telephone. Dismissing. Dismissing. Dispendable. Limitless. Gut. Würden Sie mir bitte diese Worte vorlesen? Wolf. Key. Bird. Apple. Love. Peace. Us. You. I. Mhm. Dankeschön. Und auch für Sie einmal bitte Ihren Namen schreiben. Natürlich bin ich dabei. Bist du dabei? Und? Einen Moment. Hey, was gibt's Neues? Hallo, Sie können uns hier nicht stundenlang warten lassen. Was ist los? Es tut mir leid. Ich werde Ihnen was zu essen organisieren. Sie müssen noch hier bleiben. Ich kann leider im Moment nichts weiter tun. Wie lange sollen wir hier noch bleiben? Ich weiß es nicht. Warum? Weil ich auch keine weiteren Informationen bekomme, außer das, was ich Ihnen schon gesagt habe. Die Leute sterben hier, wie Sie sehen. Die haben schon Lust an. Hey, Entschuldigung.
sir. Je vais juste prendre des notes. J'ai rien vu. J'ai rien vu. Je vais juste prendre des notes. Une analyse, oui. Une analyse. Je vais faire une analyse sur quatre sujets. Quatre. Marianne ne sait pas. Quatre sujets. Je vais juste prendre des notes et j'ai pas vu. J'ai pas vu. J'ai rien vu. There is nothing outside. There is nothing outside. There is nothing outside. There is nothing outside. I'm sorry. And stop.